Und ich nehme an, dass das die gute Anne ist. Das muss die Patientin aus Zimmer 2 sein. Nein, aus Zimmer 1! Mann! Da ist eine dicke 1 an ihrem Zimmer und an deinem Zimmer ist eine dicke 2! Ist das dieser Tüstpunkt? Kommt der noch? War der schon? Ich muss weiterspielen. Ich muss aber auch pinkeln. So. Ja, Pause. Irgendwann. So. Oh Gott, sie sieht nicht mal verwirrt aus. Ja, weil du auch die Verwirrte bist, wenn du nicht mal eine Zahl auf einem Zimmer lesen kannst. Na, sie sieht überhaupt nicht verwirrt aus. Sie schaukelt einfach nur so auf der Stelle, weil das Menschen so tun. Schau an. Noch eine Selbstmordpatientin. Seltsam, sie sieht aus wie jemand, den ich kenne. Ist das eine junge Version von uns? Die Nase passt nicht, ne? Die Nase ist ja sowas, was sich nie ändert. Rede mit. Hi, are you all right? Can we talk for a minute? I can't talk. Please, just leave me alone. Oh, I mean you no harm. I'm trapped here, just like you. Trapped? I don't know. It's just so hard to think without it. But you're a stranger. Ach so. And you're not one of those lovely nurses either. They look after me so well. I trust the nurses like I trusted my mother. I just want to talk. I need your help. Unless it's mother who sent you. Was it her? Please tell me it was her. Yeah, sure. I'm a good friend of your mother. I miss her so much. I can't remember you very well. But you should know this. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. Yeah, sure I do. Now, let me ask you. What is it? Oh, well... What is my mother's name? Joan, Mary, Elizabeth, Mandy, Sarah, Alice, ich weiß nicht, Ann Burton. Also, wir haben vorhin aus Spaß gesagt, wir wären Mary. Die Krankenschwester war Liz, Joan, Elizabeth, Mandy, Sarah, Alice. Alice ist der Name, den der Typ gesagt hat hier, I'm sorry Alice, und hat sich dann umgebracht. Hätten wir eine weitere Kerze ausblasen müssen, um weitere Namen zu erfahren? Ich habe keine Ahnung. Aber Ann Burton ist sie natürlich. Ich würde jetzt einfach mal Alice sagen, weil das der einzige Name ist, der uns hier bekannt vorkommt. Alice. No. You're wrong. Leave me alone. Ich bin nicht wrong. Please. Ich bin Ashworth. Just leave me alone. Patent. Okay, wir müssen rausfinden, wie ihre Mutti heißt. Medikamente. Sie heißt Ann Burton, ist Jahre alt, viele Beruhigungsmittel, Drogen, die Glückliche. Wir betreten mal ihr Zimmer und durchsuchen das mal. Vielleicht können wir ja unterm Kissen doch nochmal schauen. Nee. Können wir unser Namensband einfach hier dran anmachen? Wie kann es mir helfen, von diesem grässlichen Ort zu entfliehen? Ja, das versuche ich ja gerade herauszufinden. Blumen. Können wir es einfach mit Trial and Error durchprobieren oder ist gar keine der Antworten richtig? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich macht es Sinn, dafür in die Patientenakten zu sehen. Es ist halt das Ding, die Alte hier wird uns so lange auf dem... Kann man den nicht im Feierabend schicken? Ist Liz hier? Sagen sie den Wachmännern, dass sie mich sofort durchlassen sollen. Is Liz here? And who's Liz? That young nurse who was here last night. Black hair, very chatty. She said her name was Liz. I'm sorry. A lot of people come through here. I can't remember everyone's name. Can you return to your bed now, please? It's nearly time for your medication. I can't be chasing around after every single patient. Beg your pardon? Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, all right? Ja, ich sehe, wie busy du bist. Du sitzt auf deinem Stuhl und schläfst. Es ist sehr busy. Gibt es diese Liz also gar nicht?
Ein weiteres Pam Pam Pam. Akten nimm. Please do not touch these. They are all confidential documents. I was only going to tidy up. I'm sorry. Are you one of the housekeepers? Why did you dress up as a patient? I just can't stand mess, that's all. And there's no need to be sarcastic. Who's being sarcastic? So, jetzt haben wir das Gespräch von gerade auch. Wir müssen also die Alde ablenken. Kann ich ihr halt einfach diese Handschuhe ins Gesicht schmeißen? Nein. Kann ich sie mit unserem Namensband strangulieren? Sie wird es sehen wollen, wenn sie mir meine Medizin gibt. Nicht, dass ich welche bräuchte. Guten Tag. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. But I... So, wir könnten ja alles durchgehen. Ich meine, Alice wissen wir ja, dass es nicht stimmt. Joan. No, you're wrong. Leave me alone. Please, just leave me alone. Warum sagt sie immer, dass wir Wong sind? Wir sind Susan Ashworth. Okay, rede mit. Really ja. But I know. Ja. Mary? No, leave. If you really are the name. But I know. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht dabei ist. Elizabeth. No, you're wrong. Leave me. You're wrong. Wir sind nicht wrong. If you really are the name. But I know. Mandy. Mandy. No, leave me. Ich frage mich, woher diese random really are the name. But I know. Liste der Namen kommt. Sarah. Sarah. No. Aha. Bei Sarah sagt sie nur nein. Oder hat sie jetzt einfach aufgehört, den langen Text zu sagen? If you really are the But I know. Joan. No. You're wrong. Leave me alone. If you really are the name. But I know. Sarah. No. Das ist sehr verwirrend, dass sie sonst immer einen speziellen Text aufsagt und jetzt sagt sie nur no. If you really are a friend, then But I know. Anne Burton. No, that's my name. You don't know my mother. You little liar. Leave me alone. Please, just leave me alone. Sie ist ja voll auf Entzug, das habe ich ja ganz vergessen. You really are a friend, But I Ich weiß es nicht. I don't know. No, of course you don't. Leave me alone. Please, just leave me alone. Kann ich ihr Handschuhe geben? Oder mein Armband? Shall we swap our name bands? Mother always told me not to talk to strangers. I can't take it. I'm being good now. Only talk to my nurses and good friends. Das Klo ist doch frei, ne? Fällt mir gerade so ein. Wir können endlich mal schiffen gehen. Vielleicht finden wir hier noch was. Das hätte ich vielleicht vorher schon machen sollen. Aber ich war halt so abgelenkt. Mülleimer. Untersuchen. Sieht aus, als wäre hier lange nicht mehr geleert worden. Da sind viele weggeworfene Medikamentengefäße drin. Neben anderen ekligen Zeug. Suche. Ich nehme eins dieser Medikamentengefäße. Okay, eine Notiz. Lesen. Bitte unterlassen Sie es, Nachrichten auf dem Spiegel zu hinterlassen, da wir im Moment Schwierigkeiten haben aufgrund der plötzlichen Abwesenheit unseres Reinigungspersonals. Ein hohes Sauberkeitsniveau beizubehalten, bitten wir alle Patienten, aufmerksam zu sein und uns zu helfen, die Station sauber zu halten. Haben wir was zum Malen? Ja, voll. Schön Spiegel voll zerdroschen, aber Hauptsache er ist nicht eingemalt. Ist auch geil, dass in der Selbstmordklinik, ne, da wo Leute hingehen, die sich selber umbringen wollen, ein Spiegel ist, der zerbrochen ist und wo die Scherben einfach rumliegen. Wir müssten doch hier eigentlich über die Leute drüber warten müssen, die sich hier schon die Pulsadern aufgeschnitten haben, oder nicht? Das ist ja unglaublich. Ich kann mich nicht ansehen. Der Spiegel ist zerbrochen. Eine große Glasscherbe liegt daneben. Nimm Glasscherbe. Wenn Sie die an mir finden, halten Sie mich für einen totalen Psycho.
Aber sie könnte auch nützlich sein. Ich riskiere es. Können wir sie verstecken? In den Handschuhen? Untersuche. Das ist ein Einwegmedikamentengefäß für Tabletten und Flüssigkeiten. Benutze. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Glasscherbe. Untersuche. Ein sehr scharfes Stück Glas aus einem zerbrochenen Spiegel. Benutze. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das hier verwenden würde. Und du nennst dich Selbstmordopfer? Okay. Ring for Assistance. Wasserbecken. Also wir können auch alle Waschbecken hier aufmachen, ne? Toilette, schau an. Ziemlich schmutzig. Benutze. Der Deckel ist unten. Oh Gott, spüle. Öffne den Deckel. Vielleicht hätten wir erst reingucken sollen. Ich muss schon dringend pinkeln, seitdem ich aufgewacht bin. Ich bin mir nicht sicher, was da gerade passiert ist. Klingeln wir mal. Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency? Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass ich bereit bin, nach Hause zu gehen. Ich habe Ihnen aus Versehen gedrückt, es tut mir leid. Ich wollte sehen, wie lange Sie brauchen, um auf das Klingeln zu reagieren. Ich fühle mich etwas benebelt. So können wir die also ablenken. I'm feeling a bit woozy. Are you really? You look fine to me. No, I'm really not feeling well. Fine, I'll call the doctor for you. But I can't help it if he's busy and can't get here straight away. In the meantime, I know how to make you feel better. I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Mein Name ist Susan Ashworth. Wollen Sie mich verarschen? Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram, ich werde nichts nehmen. Geben Sie mir Ihren Namen, damit ich eine dicke, fette Beschwerde einreiche. Ann Burton, geboren 75. Naja, wollen wir wirklich deren Kram haben? Ich glaube, ich will gar nichts. Are you kidding me? I'm not taking any medication. I'm not ill. Oh. You should know we are only following the doctor's orders here. You do want to get better, don't you? Now, let me have a quick look at your name band. Miss Ashworth, I strongly suggest you take this, all right? Ich verweigere natürlich. Are you insane? I'm not taking any medication. I'm not ill. Okay, we are prepared for this. Jim, can you come in, please? You must be kidding me. Unfortunately, I'm not. I'm going to give you an injection. You'll feel a sharp scratch. Hold it for me, would you? Sie will mich pieksen! Oh nein! Now, go back to your room and rest. You'll be able to relax and have a great sleep. Und jetzt sind wir auf Medikamente und es sieht hier ein bisschen was anders aus und zwar. Und wir sehen uns im Spiegel auf einmal. Hätten wir warmes Wasser laufen lassen müssen, um Wasserdampf auf den Spiegel hier, weil die beiden hier sind benebelt. Seht ihr das? Hier ist nämlich so ein Dunst drauf und da sieht man nämlich den Buchstaben, der drauf geschrieben war. Und der hier ist clean quasi. Also SH und am Ende ein A. Das sind sehr nette Träume. Tür. Zimmer 1, das ist mein Zimmer. Ach je, auf Tabletten erkennt sie ihr Zimmer, oder was? Oder ist es einfach nur ein Bug? Betrete. Bett, lege dich hin. Ich würde mich gerne noch mal ein bisschen umsehen. Oh Gott.
führen uns zu Woozy. Was ist das denn? Rauschgiftherz? Was? So schwer, sich zu konzentrieren. Ist dieses Ding mit Medikamenten gefüllt? Ich weiß es nicht. Wir können es bestimmt aufschneiden. Sezieren wir gerade die Ann Burton? Ist es das, was wir gerade tun? Rote Flüssigkeit spritzt heraus. Dafür haben wir unser Medikamentengefäß. Ich fühle es mit diesem Medikament. Was zur Hölle? Kann ich es mit Gummihandschuhen füllen? Ich kann es gar nicht mehr auswählen, ne? Nee. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, wir sind ja gerade auf Tabletten, ne? Und dieses Rauschgiftherz ist ja sehr, sehr vertrauend der N hingegen. Haben wir jetzt einfach die N aufgeschlitzt und einfach ihr Blut abgezapft? Ist es das? Ich weiß nicht. Können wir in ihr Zimmer eigentlich? Nein, können wir nicht. Ich denke mal, das Einzige, was wir noch machen können, ist ins Bett zu gehen und zu schlafen. Kann ich die Medizin nehmen? Was genau ist das? Wie habe ich es bekommen? Es ist verschwommen. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Trinke, gib. Wir heben es mal auf. Ah, diese Stimme im Hintergrund, ne? Leg dich hin. Jetzt scheint alles normal zu sein und ich habe immer noch... Die Drogen sind abgelaufen und ich fühle mich besser jetzt. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Wir hatten 3 Wasserhähne und alle davon, und wir haben nur einen einzigen aufgemacht und zwar mit kaltem Wasser, und das war unserer und das ist der mittlere von den dreien. Und das mittlere Spiegelding war nicht benebelt. Okay, aber zuerst kann ich mir jetzt das Medikament nochmal angucken. Was genau ist das? Wie habe ich es bekommen? Es ist alles so verschwommen, ich kann mich nicht erinnern. Okay. Waschbecken, heißes Wasser anmachen. So. Hier steht sie, kann ich ihr einfach... If you really are a friend, you will then... But I know... Mutter, wissen wir nicht. No, leave me. Kann ich ihr einfach das Medikament geben? Go away. Please, just leave me alone. Mother's always told me not to accept any gifts from strangers. Wir können sie ablenken, indem wir hier halt klingeln. Und dann können wir eigentlich nach vorne laufen. Jetzt ist halt die Frage... Müssen wir hier einmal mit dem Blut, Medikament, trinke, gib. Sollen wir es trinken? Ich glaube nicht, dass das geil ist, oder? Wir heben es mal noch auf. Ich will mal probieren. Ich muss so hart pinkeln gerade. Ich probiere mal, die Klingel zu drücken. Und ich würde gerne laufen. Kann ich... Someone is coming. Verdammt, ich komme nicht aus der Tür. Also ich kann nicht rauslaufen. Have you rang the bell? Is there an emergency? Ja, ich glaube, sie wollten mich rauslassen. I just wanted to remind you that I'm ready to go home. Oh, is that so? Well, guess what? I haven't forgotten. It takes time. I could lose my job if I don't follow the correct procedures. Why do I bother? I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Geben Sie mir nochmal den Scheiß. Susan Ashworth, 24th of May, 1970. I'm just going to check your name band now to confirm that. That's fine.
I'd like you to drink this liquid, please. It will help you relax. It will help you relax. That's a good girl. Now, drink it down. You'll feel much better. Ich habe das jetzt nur gemacht, um nochmal den Spiegel zu sehen. Na toll, jetzt steht hier, SH ist nicht benebelt, also hat es damit nichts zu tun. Ah, Handschuhe benutzen, Medikament trinken. Ich hatte schon genug Medikamente, wenn ich das trinke, bringt es mich wahrscheinlich um. Ist nicht das Ziel? Namensband. Okay, irgendwas. Aber, also, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht muss ich ja auch einfach nur. Ja, bösartige Stimme im Hintergrund. Muss ich das einfach im Bad das Fenster, das Dinghaus aufdrehen, damit da der Dampf kommt? Wie können wir sie ablenken? Pass mal auf, Leute, ich gehe mal ganz. The drugs have worn off and I feel better now, but I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Ja, das machen wir. Und zwar, oh, wir können sogar speichern. Halte F1 bis F4 für Quick Save und Quick Load. Ach so. Speichern natürlich. Name eingeben. Was zur Hölle? Okay, Spiel ist gespeichert. Ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz mich erleichtern und danach sehen wir uns dann im Anschluss sofort wieder. Ich beeil mich.